Das Ding-Dong der Leidenschaft wird wieder gebraucht in diesem Kampf hier. Oh, oi. Oh, blau. Oh. Weg mit dir. Oh, was Violettes. Und du für ein Ding da drin. Assistenz, na, das war ja klar. Wie hast du mich gerade genannt? Wo ist das Violette? Nehmen wir. Mhm. Natürlich wird sich das. Wenn wir nicht. Ewig überleben. Naja, auf den Spruch, den habe ich schon ganz vergessen, dass der existiert. Was für eine Feuerwand. Da lebt doch noch wer. Das wird dir mehr wehtun als mehr. Das glaube ich kaum. Alles klar. Huste dich aus, huste dich aus. Ich weiß, dass da noch Loot war. Ich weiß auch, dass ich meinen RPG mal testen kann. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay, okay. Lalalala. Wo, wo, wo setze ich meinen Skill ein? Schusswaffenschaden, Gartenschaden, da, das hier. Und das eindeutig. Mehr Tornados braucht die Welt. Da ist doch irgendwo eine Leiter hinauf, hier ist sie. Das können wir uns. Du hast da was echt eklig. Das ist mein Gesicht. Das ist mein Gesicht, das echt eklig, ja? Verdammtes Ding. Sehr gut, noch flüssig. Bebe das nicht vom Schreien. Was? Vom Schreien? Ist das, ich schreie für dich? Blitzgefährte, schalte sie alle aus. Ach, schon getan. Mist. Alter, hört auf zu malen. Das war mein Freund. Mein
Zahnfee. Sinisterella. Ich höre sie noch immer mal. Mal noch immer. Einfach weg hier. Schauen wir, ob wir Sinisterella finden. Ella, Ella, Ella. Nein, ich kann nicht mit euch allen kämpfen. Okay, da unten sind sie. Da unten ist doch der Automat. Hier sind nur noch Loot. Diese Loot. Nein! Nein! Oh, jetzt klärte. Ich habe uns alle enttäuscht. Zahle ab. Vielleicht hat sich das auch gezahlt. Ja, das bin ich. Okay, wie komme ich da wieder rauf? Hier. Dann habe ich gerade eine Kiste noch erspäht. Anscheinend muss ich da eine andere Taktik anwenden. Ich glaube, auf die kleinen Pilze kann man auch hupfen. Ja. Das ist die Taktik. Geflucht aber. Da ist meine Loot. Ich darf hauen. Ich brauche dich. Okay, Sinisterella. Was geht ab? Mittel genug, uns zu helfen? Ich bin Sinistrella, Frontfrau der Talons of Boneflesh. Halt, Sigaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name! Im Grunde sind wir die krasseste Metalband der Welt, aber unsere Outfits und Instrumente bringen das noch nicht rüber. Sie brauchen mehr Spikes und Hörner und so. Vielleicht kannst du uns damit helfen. Wie wäre es mit natürlichem Material? Holz oder so? Es muss aber böses Holz sein. Von einem bösen Baum, klar? Sagtest du gerade, böser Baum? Ja, yeah. Es soll da diesen gottlosen bösen Baum irgendwo im Wald geben. Vielleicht findest du ihn ja. Wir brauchen dringend neue Klamotten und Instrumente, die Metal schreien. Was immer du sagst, Knalltüte. Mit den neuen Sachen werden wir so krass aussehen und klingen. Wir zeigen diesen Posern von Flagrant Apocalypse, wer hier wirklich Metal ist. Und auf der Lichtung seht ihr einen super duper mega böse aussehenden Baum. Und er blutet und er ist wie ach, was auch immer, er ist böse. Ihr wisst, dass er böse ist. Er sieht böse aus. Du yep. Das ist ein krass böser Baum. Um ihn herum stehen lauter Skelettmagier! Sie greifen an! Endlich! Ich hab eine neue Pumpkunch gefunden. Eine echte Pumpkunch. Schaut gut aus. Schaut richtig gut aus. Oh. Na, komm. Moment. Blutet das Holz immer noch, nachdem es vom Baum gehackt wurde? Wie kann das sein? Und wieso blutet der Baum überhaupt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Habt ihr nicht gemerkt, wenn... Ja, das sollte gehen. Sogar mehr als das. Bring ihn uns. Die Talons of Boneflesh bekommen ein Metal-Umstyling. Mehr Glück für dich, Mamacita. Inventar voll. Ja, ich spüre es. Unser finsterer Dämonengott Zygaxis ist zufrieden. Seht nur, wie er uns mit krasser neuer Ausrüstung segnet. Halt, Zygaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name. Danke. Wir belohnen dich mit einem Song. Mach deine Ohren und deine Seele bereit. Halt, Zygaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name.
Ihr spürt, wie die finstere Macht der finsteren Akkorde böse in eurer Herzseele erklingt. In meiner Herzseele? Genau, Klappe! Es funktioniert! Das ist doch Metal, dass die Buch der Tote weghält! Was passiert hier gerade? Die Macht des Metal beschwört die toten Jux. Oh, na schön. Wir sollten das womöglich aufhalten, oder? Wie ich gelebt habe. Womöglich? Tod. Ihr könntet die Krachmachtkisten abnehmen. Du meinst die Box? Was für ein dämliches Wort. Box. Diese Fans werden langsam echt aggressiv. Echt jetzt? Warst du doch nie in einem Mauspit? Sowas von aggro. Eine fette Shotgun. Wir reißen dir das ekelhafte Fleisch von den Ja, das bin ich. Das ist eine typische Call of Duty Shotgun. Oh, einige der Untoten scheinen in ihren Todesschlaf zurückzufallen. Die haben gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Die haben noch immer gelogen. Diese Verschwörungstricks machen mir keine Angst. Das Publikum tobt ein bisschen weniger. Aber die Band wird umzingelt. Sie könnte jeden Moment angegriffen werden. Verteidigungszeit! Na los! Das Verteidigungsding! Ich werde dich töten, entbeine. Und ich würde dir mein Ding Dong der Leidenschaft zeigen. Jetzt Gefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Oh, gleich. Erst muss ich nochmal verkaufen. Falsch. Mal schauen, was das für eine Shotgun ist. Geselmacher der Disziplin. Gefällt mir. Ah, da habe ich schon mal gute Waffen zusammen jetzt. Gefällt mir besser als die violette Shotgun, das blaue Teil. Sehr Call of Duty. Richtig cool. Wie weit sind wir schon in der Folge? Viel zu kurz. Dann gehen wir mal schnell drüber verkaufen. Die Zwerge kennen mich als Angebotsbote. Habe ich noch richtig frei. Mein Schild ausgetauscht. Ah ja, anscheinend. Okay, dann werde ich mal ein goldenes Schild verkaufen. Wieder. Oh nein. Da liegt noch so viel Loot herum. Wir sind Plague Rider Apocalypse und du kennst uns bestimmt. Wir sind legendär Metal. Nur halt, ich fasse es nicht, dass du diesen Losern von Talons of Boneflesh geholfen hast. Aber hey, ich mach sie mit echter schwarzer Magie fertig. Ich habe diese Seite aus dem Grimoire meiner einer mächtigen Hexe gestohlen. Der Zauber heißt Höllenhammer. Du musst nur die magischen Reagenzien dafür besorgen. Hier, nimm. Oh, ja, machen wir.
Ich gehe davon aus, dass ein Abenteurer deines Kalibers keine weiteren Erklärungen dazu braucht. Ich kenne zwar alle erforderlichen Reagenzien und ich habe es daheim mit geeigneten Ersatzstoffen versucht. Davon ist aber nur mein Frühstücksgebäck verbrannt. Speedrun! Wo muss ich genau hin für das Teil? Lyra und Schwefel. Hier. Ja, gibt Sinn eigentlich. Was bist du? Sprich dich aus. Das Herz eines Königs. Irgendwie logisch. Im Herzen wohnt die Feigheit. Ich habe es mit der Schachclub-Trophäe meines älteren Bruders versucht. Er ist so ein Weichei. Ich hasse ihn! Ich bin kein Weichei, deswegen mache ich den Obelisken. Ja, damit. Wie voll bin ich schon wieder? Loot-Experte hier. Übervoll natürlich. Verdammt. Unbekannt. Deswegen. Doch kein Loot-Experte. Gebietsgefährte macht dich bereit. Was auch immer hier spawnt. Ich hab nicht zugehört. So, Pilze. Habe ich auf jeden Fall die falsche Waffe mit. Das Ding der Leidenschaft wird mir hier nicht helfen. Ah, zuerst ein Torque-Dings. Verdammt, riesiger Pilz hier. Jetzt meinen Pilzgefährten. Nicht gut. Gar nicht gut. Mir auch nicht. Er macht eine Arschbombe. Unglaublich. Fight hier, verdammt fetter Fight hier. Weg mit dem fetten Pilz hier. Das ist schon der Boss. Das schaut nach Boss aus. Schaden. Seine Fungusfrucht wird euren Geschmack nicht länger verderben.
Zitrusfrucht, hat sie gesagt. Meine erste goldene Waffe. Triple Take. Triple Take. Schürrubis Groll des Würgers. Die andere Leidenschaft wird gleich unten eingestellt. Schusswaffenschaden, Nahkampfschaden. Dann zwei Schuss. Okay, es hat nur ein kleines hochklappbares Zielvisier noch dazu. Wir sind schon wieder im Überloot-Bereich. Ja. Überloot. Ich habe sie. Okay, das reicht jetzt. Das ist der Baum des Schreckens. Terra Sanguina. Klingt danach. Da voll, natürlich. Natürlich ist es das. Willkommen beim fantastischen Automaten. Mhm. Du lügst doch. Ich habe Wasser gekauft. Stufe 5 kommt. Beeil dich! Ich beeile mich schon und mache die Mission fertig und die Episode damit. Vom härtesten Metal Fighter ever. Diese Wände sind nur eine Lappalie. Oh ja. Ich sehe, wie viel Schaden das macht. Unbekannt. Tyrann meint übrigens das Hirn eines Tyrannen. Und ja, das wusste ich natürlich. Ich habe es mit einer passiv-aggressiven Notiz meiner Mama versucht. Und wo wir gerade von Tyrannen reden... Ich hasse sie! Täuschen mich meine Augen oder sind es deine? Also, die Waffe macht extra Schaden, wenn ich meine Spezialfähigkeit einsetze. Und da die ja ziemlich lange dauert, ist das gut. Das ist wohl eine Waffe. Muss gut sein. Weil es kein Fisch ist, das Nahkampfwaffe. Dann gut. Was habe ich da geöffnet? Das schaut besser aus. Das ist das gleiche. Nein, das ist ein kleiner Eiswürfel. Gebe den Gegnern Eiswürfel. Keine Chance haben sie. Natürlich, seine Augen. Was auch sonst? Das war mir natürlich klar. Ich habe es mit der Lupenbrille meiner kleinen Schwester versucht, mit der sie ihre Puppen bemalt. Mom ist immer auf ihrer Seite. Oh, ich hasse sie! Du scheinst alle benötigten Reagenzien zu haben. Komm zu mir zurück. Ich muss diesen Opfern zeigen, wie Metal Plague Red Apocalypse wirklich ist.
Er hasst sie alle. Komm, mach weg, Pilzgefährte. Putz sie weg, die Gegner. Ja, so. Erstmal bin ich nicht von den kleinen Eiszapfen-Dingern. Zeig mir, wie metal du bist jetzt. Der Käse ist bereit für deine Reagenzien. Wirf sie rein, damit ich meine schwarze Magie wirken kann und so. Okay. Tritt lieber zurück. Du bist sicher nicht bereit für den krassen Metal-Scheiß, den ich jetzt machen werde. Es geht mit einem total kranken Solo los. Ihr steigt dann einfach danach ein, okay? Dämonengötter! Seht ihr das? Seht ihr, wie verdammt Metal ich bin? Das heißt dann wohl, dass die andere Band gewinnt. Operation. War ein leichter Kampf. Leichter Sieg. Hey, also, was war da los? Sie wollten einen Zauber wirken. Und dann waren sie alle tot. Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Wir sind offiziell die krasseste Metalband der Welt. Wir sind so Metal. So unfassbar Metal. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Die krasseste von allen. Ich gebe dir jetzt deine Belohnung. Für deinen Dienst im Namen der krassesten Metalband der Welt gewähre ich dir die ultimative Belohnung. Du darfst das Menschenopfer für unseren Dämonengott Zygaxis sein. Die Band stürmt mit dämonischem Zorn in ihren Augen auf dich zu. Ihr bleibt nichts anderes übrig als zu kämpfen. Alle zu töten, alle zu töten. War nur. Sie sind alle tot. Lebt da noch wer? Nur noch Speiseröhrer. Er wird gleich von meinem Ding da unter Leidenschaft besiegt. Zygaxis, nehme ich an. Tut mir leid, aber die wollten mich umbringen. Du hast recht. Es war nicht deine Schuld. Ich schätze, du wolltest nur helfen. Ich werde dich für deine Mühe belohnen. Aber zuvor musst du mir noch einen Gefallen. Okay, so läuft's. Ich brauche einen neuen Körper. Mir zu helfen ist das Mindeste, was du tun kannst. Ich wollte nur helfen, aber ich muss zugeben, dass die Dinge ein wenig aus dem Ruder gelaufen sind. Ja, das passiert hier öfter. Zuerst müssen wir das schattengeborene Grimoire finden, damit du meinen wahren Namen aufsagen kannst. Komm nach Prachthu. Und er teleportiert sich mit einem dämonisch-magischen Puff davon. Warte! Ziggylein! Er ist schon weg. Wieso sagt er uns nicht einfach seinen wahren Namen? So machen Dämonen das nun mal nicht. Fred, ist doch so, oder? Dämonen machen das in der Tat nicht so. Siehst du? Sag ich doch, Dummchen. Episode ist vorbei. Episode.